Ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen digitalen Impuls zum Thema, wie können Selbstlernzeiten und Hausaufgaben zur Entwicklung eigenverantwortlichen Lernens beitragen. Mein Name ist Alexandra Braun, gemeinsam mit meinem Kollegen Claudius Baumann, der sich gleich auch noch vorstellen wird, werden wir durch diesen Impuls begleiten. Schalten Sie genau gerne Ihr Mikro aus. Bevor wir zu den Inhalten kommen, ein paar organisatorische Hinweise. Wir zeichnen auf. Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nicht im Bild zu sehen sein. Wir werden die Aufzeichnung im Anschluss auf YouTube zur Verfügung stellen und Ihnen den Link zukommen lassen, damit Sie die Impulse auch nochmal anschauen können. Genau, für unser heutiges Thema haben wir spannende Gäste eingeladen. Zum Format der digitalen Impulse möchte ich noch zu Anfang etwas sagen. Und zwar sind wir vor 2020 mit den digitalen Impulsen gestartet und wir bleiben dem Format an sich treu. Wir haben weiterhin Impulse von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Schulpraktikerinnen zu einem bestimmten Thema und wollen Ihnen Impulse zur Unterrichts- und Schulentwicklung mitgeben. Was jetzt neu dazu kommt an dieser Stelle ist, wir können Sie noch hören, würden Sie Ihr Mikro ausschalten, dass wir immer die Veranstaltung zweiteilen. Der erste Teil ist inputorientiert und der zweite Teil soll eher austauschorientiert sein. Das wäre dann am Dienstag in 2 Wochen. Da laden wir Sie nochmal ein, auch mit unseren Referentinnen und Referenten ins Gespräch zu kommen, von Ihren eigenen Erfahrungen und Herausforderungen zu berichten und vielleicht gemeinsam zu überlegen, was können nächste Schritte für Sie sein. Jetzt würde ich an dieser Stelle erstmal Claudius bitten, möchtest du ein paar Worte sagen, wie wir heute vorgehen wollen? Sehr gerne. Auch von mir herzlich willkommen. Ich bin Claudius Baumann, studentischer Mitarbeiter in der Bosch-Stiftung im Bildungsbereich. Dann heiße Sie auch herzlich willkommen. Wir werden heute drei Inputs hören. Einmal von Herrn Ulrich Trautwein von der Universität Tübingen, einmal von Uli Töne von der Gesamtschule Münster-Mitte und ein Input auch vom Gymnasium Holzkirchen, wo gleich mehrere Kolleginnen da sind. Und es wird so sein, dass auch Sie sich mit Ihren Fragen beteiligen können. Wir hören immer etwa 15 Minuten Input und dann gibt es Zeit für Fragen. Sie können schon während des Inputs Ihre Fragen einfach in den Chat schreiben. Ich werde die dann so ein bisschen sammeln und sichten und im Anschluss direkt an die Referentin stellen. Und so verfahren wir dreimal. Und am Ende gibt es dann sicher auch die Möglichkeit, nochmal zusammenhängende Fragen zu stellen. Also wenn Ihnen nicht direkt Ihre Frage einfällt, dann können Sie die einfach währenddessen immer in den Chat schreiben und versuchen die irgendwie unterzubringen. Genau, soweit zum Ablauf, Alex. Vielen Dank, Claudius. Dann würde ich jetzt direkt unseren ersten Referenten vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herr Professor Ulrich Trautwein, Sie sind geschäftsführender Direktor des Hector-Instituts für empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen unter anderem. Und Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Entwicklung von Selbstkonzept und Persönlichkeit sowie Effekte von Hausaufgabenvergabe und Hausaufgabenerledigung. Und wir sind sehr gespannt, heute von Ihnen Ihre wissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema zu hören. Und dann würde ich direkt an Sie übergeben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Freue mich sehr, dass ich Ihnen heute etwas vorstellen darf. Ich werde kurz über Forschung, und zwar zum Großteil nicht meine eigene Forschung, zum Stand von Hausaufgaben beziehungsweise selbstregulierte eigenverantwortliche Lernzeiten berichten. Ich hoffe, Sie können meine Folien jetzt auch sehen. Ich habe da noch ein paar Warnmeldungen bekommen, aber ich glaube, das ist der Fall, ne? Wunderbar. Also, dann gleich geht's los. Um die Wichtigkeit des Themas kurz zu illustrieren: Hausaufgaben zu schwer, Schüler ruft die Polizei. Das war eine Nachricht im Spiegel vor ein paar Jahren. Zu hören war nur ein Junge, der ins Telefon schluchzte. Polizisten mussten
ausrücken, weil ein 10-Jähriger den Notruf gewählt hatte. Und in gewisser Weise ist es ein wunderbares Bild dafür, Hausaufgaben oder diese selbstregulierten Lernzeiten sind eigentlich ein Notfall. Wir müssen uns darum kümmern und irgendwie schauen, dass wir die insgesamt besser hinbekommen. Und dann ist die erste von 5 Fragen, die ich ganz kurz beantworten möchte, ist, bringen denn Hausaufgaben irgendetwas? Gibt es denn überhaupt Belege dafür, dass die wichtig sind, oder sollte man das einfach komplett abschaffen, wie immer wieder gefordert wird? Und die Antwort hier ist, man findet durchaus positive Belege von Hausaufgabenvergabe und Erledigung auf die Leistung, auf die Schülerleistung, was ja nicht ganz unwichtig ist. John Hattie unter anderem hat das auch zusammengefasst und das Ergebnis sind, es gibt zwar insgesamt kleine, aber doch durchaus positive Effekte dieser ungeliebten Hausaufgaben. Allerdings eigentlich ein bisschen aus meiner Sicht zu klein, und das zeigt Hattie hier. Es ist eigentlich sozusagen in einem Bereich eher kleiner Effekte, kleiner als man sie eigentlich haben möchte, wenn man bedenkt, dass da doch einiges an Zeit dafür drauf geht. Ein zweiter Punkt, der darauf hinweist, dass man sich genauer Gedanken machen muss. Es ist eine Studie jetzt unter anderem auch aus unserem Tübinger Labor. Hier wurde untersucht, ob die Erledigung der Hausaufgaben leistungsfördernd ist und was für Typen von Schülerinnen und Schülern man findet. Und wir konnten da zeigen, dass wir Hausaufgabentypen haben, Schülerinnen und Schüler, die letzten Endes berichten, ich streng mich ordentlich an. Manche von denen brauchen sehr viel Zeit, manche brauchen wenig Zeit. Aber die, die sich anstrengen, haben tatsächlich am Schluss bessere Leistungsergebnisse. Es gibt allerdings auch zwei Typen, da findet man das weniger gut. Es gibt die Minimalisten, die strengen sich eigentlich nicht richtig viel an und berichten auch geringe Hausaufgabenzeit. Mittelmäßig guter Leistungszuwachs, am problematischsten aber die sich abmühenden Schülerinnen und Schüler, die berichten sehr hohe Hausaufgabenzeit gleichzeitig, aber irgendwie so etwas, dass sie sagen, es ist doch nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte. Also ein Scheitern letzten Endes in der Selbstregulierung in Reinsform. Also auch hier sieht man, es ist dringend notwendig, dass man sich Gedanken macht, wie man das verbessern kann, dass da also keine Zeitverschwendung resultiert. Und das sind relativ viele Schülerinnen und Schüler, die in diesen Bereich reinfallen. Wenn man sich jetzt kurz überlegt, was sollen denn Hausaufgaben leisten? Typischerweise findet man in der Literatur mindestens 4 Hauptziele. Natürlich die Leistung steigern, aber auch Eigenständigkeit fördern, Schülerinnen und Schüler motivieren und eine Verbindung zum Elternhaus darstellen, damit die Eltern besser eingebunden sind ins schulische Lernen. Heute möchte ich über dieses Thema Selbstregulation, Eigenständigkeit als ein Kernziel berichten, was ja das Thema auch des heutigen Nachmittages sein soll. Und wie Sie gesehen haben, da besteht Bedarf. In einer eigenen Studie hatten wir auch gesehen, dass diejenigen Lehrkräfte, die berichten, dass sie mit der Hausaufgabenvergabe unter anderem die Selbstregulation und Motivation fördern wollen, mehr Erfolg haben beim Leistungszuwachs ihrer Schülerinnen und Schüler über ein Jahr. Also es lohnt sich, sich intensiv darüber Gedanken zu machen. Jetzt kurz, was versteht denn jetzt die Wissenschaft unter diesem Begriff dieser Selbstregulation, also meine Übersetzung des Wortes eigenverantwortliches Lernen? Selbstregulation kann als der Prozess der Überwachung und Steuerung der eigenen Gedanken, Motivation, Emotionen und Handlungen verstanden werden, um sie besser auf die persönlichen Ziele oder Anforderungen der Umwelt, der Kontexte und Aufgaben abzustimmen. Also sozusagen eine Antwort des Individuums auch auf diese Anforderungen, die durch Hausaufgaben bzw. generell Schulaufgaben an die Person gerichtet werden. So. Woran liegt es denn nun, wenn es mit der Selbstregulation klappt bzw. Nicht klappt? Häufig klappt es ja irgendwie auch. Klappen tut es,
sehr vereinfacht gesagt, meine Kolleginnen und Kollegen würden alles das, was ich Ihnen heute sagen, als viel zu vereinfacht bezeichnen. Aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich auch auf der Basis von wissenschaftlicher Literatur ziemlich gut sagen, Hausaufgaben, Anstrengungsbereitschaft, Investment von Anstrengung und Zeit wird von den Schülerinnen und gezeigt. Wenn die Schülerinnen und Schüler erstens die Frage mit Ja beantworten können, kann ich es? Na, also wenn die Schülerinnen und Schüler denken, ja, ich kann es, dann sind sie bereit, Anstrengung und Zeit zu investieren. Und zweitens, wenn sie irgendwie sagen können, ja, es bringt mir was. Also entweder ich finde es interessant oder ich finde es wichtig, das zu machen, selbst wenn ich es nur mäßig interessant finde. Oder ich finde es eigentlich nicht interessant und nur mäßig wichtig, es passiert, passt nicht wirklich zu meiner Identität, aber irgendwie ist es trotzdem nützlich, das zu tun. Auch dann sind Schülerinnen und Schüler bereit, das zu machen. Und wenn die wahrgenommenen Kosten nicht zu hoch werden, also wahrgenommenen Kosten jetzt nicht finanzieller Art, sondern Verzicht auf andere Dinge etc. Also wenn das gewährleistet ist, wunderbar, braucht man auch nicht zu intervenieren, dann läuft das. Die Frage ist denn, was ist, wenn Schülerinnen und Schüler das nicht empfinden? Ja? Erste Antwort dann natürlich dafür sorgen, dass das wieder der Fall ist. Ich komme später nochmal drauf. Aber die anderen Reaktionen sind dann erstens typischerweise Druck oder Belohnung. Ja, also Unterstützung der Motivation durch extrinsische Anreize. Ja, erste ganz typische Reaktion, die auch durchaus Erfolge hat. Und die zweite ist das, worüber wir heute ja nochmal besonders reden. Die Hoffnung, dass so eine generelle Gewissenhaftigkeit dann zuschlägt bei den Schülerinnen und Schülern. Okay, ich bin einfach ein Mensch, der macht die Dinge, die von ihm erwartet werden. Ich habe eine hohe Leistungsbereitschaft. Ne? Dann muss ich nicht denken, dass ich es kann oder dass es mir was bringt. Ich mache es trotzdem. Oder ich habe so Kompetenzen, die mir helfen, Strategien einzusetzen, die mich die motivationalen Schwierigkeiten überwinden lassen. Das ist sozusagen das, um was es geht. Und dann ist natürlich die Frage, kann man diese Gewissenhaftigkeit oder diese Verwendung von Metastrategien jetzt trainieren? Und wir werden ja nachher Beispiele sehen, wo das gelingt, beziehungsweise wo Konzepte dazu vorgestellt werden. Ich möchte bloß einen kurzen zwei Sätze dazu aus wissenschaftlicher Sicht sagen. Gelingt das? Kann es gelingen? Also ja, es gibt durchaus Hinweise auf positive Effekte von Selbstregulationstrainings, Learning Strategy Instructions und ähnliche Dinge. Also in einer Meta-Analyse, beispielsweise in dieser Meta-Analyse vor einigen Jahren publiziert, fanden die Autorinnen und Autoren insgesamt positive Effekte dieser Interventionen. Also irgendwie da lässt sich schon was machen. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Unklarheiten. Es gibt auch eine ganze Menge von Studien, die zeigen, hat doch nicht so gut geklappt. Das Training war nicht effektiv. Das Training war vielleicht effektiv bei bestimmten Bereichen. Bei anderen Bereichen war es doch nicht so effektiv. Also die Forschung ist insgesamt ein bisschen weniger euphorisch, als man sich das wünschen würde, wenn man bedenkt, wie wichtig doch diese Selbstregulation ist. Und vielleicht auch, um noch mehr Wasser in den Wein zu schütten, bei Hattie findet man auch diese Übersicht, diese Gegenüberstellung von eher traditionellen lehrerorientierten Ansätzen, Lehrer als Activator und auf der anderen Seite die Lehrkraft als Facilitator, also als eine Lehrkraft, die die Schülerinnen und Schüler unterstützt in möglichst eigenverantwortlichem Lernen. Und Hattie kommt, wie Sie hier sehen können, das sieht man an dieser Spalte, bei der D, das ist eine Effektstärke, zu sehen ist. Man sieht, dass die Effektstärke bei diesen traditionellen lehrerorientierten Verfahren größer ist als bei den Verfahren, wo die Lehrkraft der Facilitator ist, die Unterstützung, unterstützende Person. Also durchaus ein Warnschuss. Das, was
klug klingt nicht immer. Das bedeutet ja nicht, dass das falsch ist. Aber es bedeutet, nicht immer gelingt es, in einer so effektiven Art und Weise das umzusetzen, wie die Leute es sich wahrscheinlich vorstellen. Und ein weiterer sozusagen vielleicht ja, Warnschuss, wunderbare Studie von Kollegen Bohl und Wacker, die wissenschaftliche Begleitung der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg, die ja einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auch auf das eigenverantwortliche Lernen setzt. In dieser sehr gründlichen Studie fand man, wenn man sich angeschaut hat, Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Leistungsniveaus und angeschaut hat, unterschiedliche Lernphasen, also Inputphasen durch die Lehrkraft und Phasen individueller Lernzeit, fand man, und was man hier sieht, ist sozusagen das Maß, wie stark der Schüler, die Schülerin tatsächlich intensiv gerade lernt, fand man, bei den Inputphasen waren es Schülerinnen und Schüler aller Leistungsgruppen, die ähnlich gut aufgepasst haben und sich wirklich damit beschäftigt haben. Aber gerade in den individuellen Lernzeiten fand man besonders nachlassendes Engagement, Arbeitsengagement der eher leistungsschwächeren Schüler. Und das ist sicherlich nicht das, was man möchte. Also Schülerinnen und Schüler, die vielleicht eine besondere Förderung benötigen, dass die aussteigen. Also eine zweite Art von Warnschuss, den man sicherlich im Hinterkopf behalten muss, wenn man über die Bedeutung von Selbstregulation nachdenkt. Und dann stellt sich die Frage, brauchen wir deshalb zusätzlich so ein Gesamtverständnis guten Unterrichts, also sozusagen nicht nur Hausaufgaben getrennt oder sonst etwas, bei dem Selbstregulation ganz intensiv einbezogen ist. Und die Antwort ist natürlich ja, man sollte es möglichst wenig getrennt betrachten. Also erster Punkt, wenn man es in Richtung Schulprogramm überlegt, man muss integriert denken, nicht additiv. Man braucht ein gemeinsames Verständnis innerhalb des Kollegiums. Man braucht eine klare Kommunikation mit den Eltern, die auch ähnlich sein sollte von den verschiedenen Lehrkräften mit den Eltern. Und man braucht eine sehr, sehr gute Idee, wie diese Phasen eigenverantwortlichen Lernens beziehungsweise die Hausaufgaben Bestandteil einer Ganztagskonzeption sein können. Idealerweise wahrscheinlich im gebundenen Ganztag, also sozusagen schulorganisatorische Rahmendinge. Das Zweite, ganz, ganz entscheidend ist, dass man diesen Punkt mitdenkt, insgesamt mit der Frage der Entwicklung der Unterrichtsqualität. Und ich habe Ihnen vorhin verschiedene Methoden vorgestellt. Unabhängig von den Methoden und deren jeweiliger Wirksamkeit wird ja sehr intensiv derzeit über die sogenannten Basisdimensionen von Unterrichtsqualität gesprochen. Das sind insbesondere die drei hier genannten Basisdimensionen, strukturierte Klassenführung, kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung, die unabhängig von den Methoden, die eingesetzt werden, immer wirksam sind. Ja, also das sind, wenn diese Merkmale den Unterricht charakterisieren, dann führt er zu guten Ergebnissen. Und nicht nur der Unterricht, sondern das bedeutet auch, das betrifft auch die Hausaufgaben. Also, wenn man Unterricht und Hausaufgabe anhand von drei Fragen beschreibt, dann wird man im Prinzip sehen, ob das gut gelungen ist. Also, strukturierte Klassenführung oder auch Classroom Management im Englischen, wie gut gelingt es, den Unterricht so zu steuern, dass möglichst wenige Störungen auftreten, alle Schülerinnen und Schüler beim Lernen beteiligt sind und Unterrichtszeit somit effektiv genutzt werden kann. Völlig klar, Hausaufgaben glasklar stellen, ganz klare Routinen haben der Überprüfung, des Feedbacks, sozusagen, es muss allen Beteiligten klar sein, wie das läuft, wann es gemacht wird und eben tatsächlich möglichst mit sauberen, guten Routinen. Ne? Zweiter Punkt, kognitive Aktivierung. Zu welchem Grad werden die Lernenden angeregt, sich aktiv mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen und sozusagen aktiv zu sein? Klassischer Punkt auch für die Hausaufgaben. Hausaufgaben sind
häufig die Sachen, die am stärksten wiederholend sind, die Schülerinnen und Schüler irgendwann auch möglicherweise langweilen, manche trotzdem überfordern. Also sozusagen das Problem, die Hausaufgaben oder diese Zeiten, wo man selbst aktiv ist, man ist häufig nicht in diesem Bereich drin, wo besonders viel Lernen stattfindet, wo man das Gelernte zusammenbringen kann mit etwas Neuem. Natürlich, die Routinisierung ist wahnsinnig wichtig, aber es passiert häufig ohne kognitive Aktivierung. Und dritter ganz, ganz wichtiger Punkt, auf welche Weise hilft die Lehrkraft den Lernenden, wenn Verständnisprobleme auftreten und wie sehr ist die Interaktion zwischen Lehrkräften und Lernenden durch Wertschätzung und Respekt geprägt? Bei Hausaufgaben, ganz wichtiger Punkt, Schülerinnen und Schüler fühlen sich häufig nicht wertgeschätzt, wenn die Hausaufgaben irgendwie am Ende der Stunde gegeben wird, lieblos gegeben werden und aber auch kein Feedback erfolgt. Ja, also es gibt kaum einen Effekt, der bei der Hausaufgabenvergabe und Erledigung stärker ist als individuelles, sinnvolles Feedback für die erledigten Aufgaben. Ne? Also das betrifft den Unterricht genauso, aber es betrifft tatsächlich auch diese Phasen. Und Sie sehen, da kann man relativ viel machen. Und ein dritter Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass man gleich in die Zukunft weiterdenkt. Und das nimmt unmittelbar das Feedback auf. Sie werden jetzt als Lehrkraft natürlich nebenher bei meinen letzten Sätzen gedacht haben, also ich nehme es mal an, dass Sie das gedacht haben, wie soll ich denn das leisten? Ja, und das kann man nicht leisten. Man kann nicht sozusagen ständig allen das Feedback geben, was sie brauchen. Deswegen ist es wichtig zu überlegen, kann man sich dort die Arbeit ein bisschen abnehmen lassen? Und eine der wesentlichen Chancen der Digitalisierung ist eben, dass adaptiv Feedback gegeben werden kann durch die Maschine und nicht durch die Lehrkraft und die Lehrkraft sich konzentrieren kann auf andere Teile des Feedbackgebens auf den Lernprozess. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man sozusagen sich diese Chancen offen hält und das Gegenteil tut von dem, was jetzt gerade getan wird, also eine Verteufelung von solchen Unterstützungsmechanismen, weil man entweder keine Lust drauf hat oder weil man befürchtet, man wird ausspioniert oder sonst so etwas. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Chancen, gerade auch für die Schülerinnen und Schüler, die besondere Unterstützung brauchen, die Gefahren überwiegen und man muss sich ordentlich darum kümmern, dass eben halt sozusagen dieses Verhältnis in der richtigen Richtung klappt. Und hier sehen Sie einfach ein Bild aus einer unserer eigenen Studien, die wir gemeinsam mit dem Kollegen Detmar Meurers in Tübingen durchführen. So. Bleibt nur noch eine fünfte, letzte Frage offen. Konnte die Polizei eigentlich dem Kind bei seinen Hausaufgaben helfen? Es wurde nicht berichtet, wissen es nicht. Es bleibt also spannend und es bleibt insgesamt spannend bei den Hausaufgaben und dem eigenverantwortlichen Lernen. Die Wissenschaft hat noch keine perfekten, idealen Lösungen gefunden. Vielleicht haben es die Schulen, die sich jetzt als nächstes gleich vorstellen. Es bleibt spannend. Man sollte das Thema intensiv weiter beobachten. Es lohnt sich, weil es eben tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges ist. Vielen Dank für Ihr Interesse und freue mich jetzt auf die Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Trautwein, für diesen Input. Und es sind auch schon zwei Fragen reingekommen. Die erste Frage, da geht es um den Begriff Anstrengungsbereitschaft. Und zwar wird gefragt, ob das ein Aspekt von Selbstregulation ist oder es ein Synonym ist. Also die Anstrengungsbereitschaft ist letzten Endes eigentlich das Ergebnis gelungener Selbstregulation. Ne? Also wenn Kind dann eine Anstrengungsbereitschaft zeigt, dann ist es sozusagen entweder ohnehin unproblematisch gewesen, weil das Kind es interessant findet, weil es das ohnehin machen wollte, oder Hürden würden überwunden durch Metastrategien oder durch letzten Endes Routinen, die eingeübt wurden. Ja, vielen Dank. Sie können auch noch gerne weiter im Chat Fragen stellen, aber eine weitere ist reingekommen und zwar bezieht sich die ganz konkret auf eine Folie und zwar die Folie 13. Ich weiß nicht, ob Sie die nochmal schnell aufrufen könnten. Und hier wird gefragt, ob Sie die Fachbegriffe nochmal einmal etwas detaillierter vorstellen können. Ja.
Ja, also die Folie 13, ich sehe es gerade, da ging es um die unterschiedlichen Methoden. Ich glaube nicht, dass es richtig sinnvoll ist, alle diese Methoden kurz vorzustellen. Es ist auch generell, werden häufig Methoden ja nicht in Reinstform und unterrichtet. Aber wenn Sie sich beispielsweise das Inquiry-Based Teaching anschauen, dann ist es ein Verfahren, wo man Schülerinnen und Schüler beauftragt, eher selbstständig sich Themen zu erarbeiten, ne? Also einzusteigen, selbst zu erarbeiten, Lösungen zu finden, wohingegen beispielsweise die direkte Instruktion, auch wenn die nicht unter diesem Namen in Deutschland überall bekannt ist, eine Form ist, wo die Lehrkraft eigentlich den Unterricht von der ersten bis zur letzten Minute durchgeplant hat und einen Wechsel macht von Inputphasen und Übungsphasen. Diese Übungsphasen sind sozusagen immer in der Schwierigkeit leicht gesteigert, also letzten Endes sehr, sehr adaptiv, wenn es gut gelingt. Deswegen ist es auch so eine erfolgreiche Methode. Aber es ist eben halt eine sehr, sehr starke Lehrersteuerungs- oder Lehrkraftsteuerung, die es eigentlich relativ selten notwendig macht, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich selbstregulativ Hindernisse überwinden. Ja? Also so deswegen als grobe Einschätzung, ich als Motivations- und Selbstregulationsforscher würde natürlich immer sagen, diese Bereiche, dass zu lernen, sich selbst zu regulieren, ist natürlich wahnsinnig wichtig, auch unabhängig davon, ob das nachher den Unterricht oder die Leistungen in einem bestimmten Fach direkt positiv beeinflusst. Aber es gibt einem schon zu denken, inwieweit diese Verfahren, die Hoffnungen, die damit verbunden werden, nicht manchmal doch auch übertrieben sind und inwieweit man nicht aufpassen muss, dass andere Dinge nicht zu kurz kommen. Ja, vielen Dank. Eine dritte Frage schaffen wir jetzt noch. Und zwar wurde noch gefragt, wie lernen denn SchülerInnen die Selbstregulation in einem lehrerzentrierten Setup? Sozusagen die Frage mag wohl bedeuten, ist es so, wenn man überhaupt keine Chance hat, es einzuüben, kann man es dann lernen? Ja und nein. Also die Lehrkraftsteuerung ist ja nie total. Ja, also irgendwann ist ja immer der Punkt, dass man irgendwo selbst reguliert ist. Die Frage, glaube ich, die man sich stellen muss und sollte, ist in der Balance zwischen Förderung unterschiedlicher Kompetenzen, ob wir nicht sowohl diese Selbstregulation intensiv fördern sollten und auch aktiv, ich glaube aber immer fachimmanent, und gleichzeitig den Unterricht so verbessern sollten, dass im Prinzip implizit Selbstregulation funktioniert. Na, also es gibt sozusagen zwei Phasen oder zwei Aspekte, die explizite Strategieschulung und den Bereich, dass implizit durch das automatische Tun etwas passiert. Ne? Und dieser Bereich, das gewünschte Verhalten gezeigt wird, ne, nebenher gelernt wird, unterschätzt wird oder manchmal unterschätzt wird. Und richtig guter Unterricht überlegt sich eben genau diese Aspekte. An welchen Stellen sorge ich dafür, dass Schülerinnen und Schüler auch eine Verstärkung, also eine Ermunterung, Unterstützung bekommen bei Verhaltensweisen, die auch für die Selbstregulation nachher sehr, sehr wichtig sind. Ja? Also vielleicht ein kleiner Befund dazu. Wir konnten beispielsweise tatsächlich feststellen, dass grundsätzlich Schülerinnen und Schüler, die irgendwie dazu gebracht werden, ihre Hausaufgaben regelmäßig zu machen, über die Zeit an Gewissenhaftigkeit dazu gewinnen, also sozusagen so ein Automatismus, leistungsmotiviert zu sein und die Dinge, die sie machen sollen, tatsächlich zu machen, dass das gefördert wird. Ja, also das heißt sozusagen eine Gewöhnung daran,
eine Routinisierung, die da stattfindet. Und das mag möglicherweise ein wichtiger Bestandteil sein, Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen, dann langfristig ihre Ziele zu erreichen. Ja, vielen Dank, Herr Trautwein. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle überleiten zum ersten Praxis-Input, aber Sie können sich natürlich jederzeit gerne auch später nochmal einschalten. Genau, wir kommen zum Praxis-Input aus Bayern vom Staatlichen Gymnasium Holzkirchen. Sind heute drei Kolleginnen da, nämlich Herr Robens, Herr Klofert und Frau Hofmeister. Und der Schulleiter Herr Kisters ist auch noch mit dabei später für die Fragerunde. Das Gymnasium Holzkirchen war im letzten Jahr 2021 nominiert für den Deutschen Schulpreis Spezial und wird uns jetzt mit drei Praxisbeispielen aus drei verschiedenen Fächern hier ja, etwas erzählen und ihre Praxis sozusagen der Hausaufgaben und des selbstverantwortlichen Lernens darstellen. Und dann gebe ich auch schon direkt ab an Herrn Robens. Dann vielen Dank von mir auch. Ein herzliches Willkommen. Man kann mich hören. Und Sie können die Folien sehen. Gut. Um erstmal damit anzufangen, aus welcher Ecke wir kommen. Wir hatten das große Glück, vor 8 Jahren eine Schule neu gründen zu können und haben uns da in vielen Sitzungen ein paar grundlegende Punkte genommen, die dann zu Konzepten führten, die wir heute immer noch verfolgen. Und die grundlegenden Punkte, die wir umsetzen wollten, waren die Angstfreiheit, die Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und der Schülerfokus unter anderem. Daraus folgten ein paar Konzepte, wie zum Beispiel unser Notenkonzept, bei dem wir vollständig auf unangekündigte Leistungsnachweise verzichten, sodass keiner mit der Angst in die Schule kommen muss, ob er heute eventuell eine Note zu erledigen hat. Das zweite war das Vertretungsstundenkonzept, mit dem wir von Anfang an darauf geachtet haben, dass wenn planbare Ausfälle sind, auf jeden Fall ein Arbeitsauftrag da ist. Und die Schüler daran gewöhnt sind, dass Vertretungsstunden eben keine Film- oder verlorene Zeit sind, sondern ganz normal zum Unterricht gehören. Das hat inzwischen so weit geführt, dass wir vor 2 Jahren, glaube ich, eingeführt haben, dass die 10. Klassen und Oberstufen die Vertretungsstunden teilweise auch einfach ohne Lehrer verbringen, aber mit Arbeitsauftrag. Zum Schülerfokus hauptsächlich gehört auch natürlich auch noch das Thema der Freiarbeit und diverse andere Unterrichtsmethodiken. Was dazu geführt hat, dass an unserer Schule eine enorme Freiheit herrscht, dass jeder zum Ausprobieren, wenn er was Neues entdeckt hat, angehalten ist bzw. einfach darf. Was nebenbei dann dazu geführt hat, dass wir praktisch keinen Gong mehr haben und viele andere Dinge. Insgesamt können wir aber speziell über das Vertretungsstundenkonzept und über die vielen Methoden, die im Unterricht benutzt werden, feststellen, dass sich die Hausaufgabenmöglichkeiten unserer Schüler auch einfach verbessert hat bzw. erweitert hat. Wenn man sich Hausaufgaben mal etwas näher ansieht, dann kommt man ganz gut auf diesen Kreis hier. Der ist jetzt rausgenommen aus den Schulgesetzen der verschiedenen Bundesländer und heißt Fertigkeiten, Fähigkeiten und Techniken vertiefen, üben, verarbeiten und so weiter. Das kennt man als Lehrer. Was überraschend sein könnte, ist das, was man auch in diesen Gesetzen findet, nämlich das Feedback zum Lernstand, das Interesse fördern, Lernprozesse zulassen und dann die drei hier drüben Kompetenzen selbst entwickeln, Einsichten selbst gewinnen lassen und insgesamt die Selbstständigkeit gewinnen, gehört als Hausaufgabenzweck, gesetzlich zumindest, zu den eben Zwecken der Hausaufgabe. Wenn man sich diese Punkte ansieht, dann muss man Hausaufgaben meiner Meinung nach einfach neu überdenken und sich auch einfach mal trauen, irgendwas Seltsames auszuprobieren. Und etwas Seltsames ausprobieren war ja das große Thema des Distanzunterrichts. Wir waren alle im kalten Wasser, wurden reingeworfen und dann hieß es, probiert mal. Da kam uns die Kultur bei uns an der Schule zugute, weil wir waren das Ausprobieren gewohnt. Also hat jeder erst für sich dann in Gesprächen miteinander, auch klassenübergreifend und so weiter, in die Fachschaften rein, Dinge ausprobiert, die dann zum Beispiel bei mir dazu geführt haben, dass ich mal in der 10. Klasse, wo man Auswahl hat zwischen Ökosystem Wald und Ökosystem See, die Schüler wählen habe lassen, was sie im Distanzunterricht machen wollen. Und das war Ökosystem Wald und was wir komplett in die Hausaufgabe setzen. Und das war der Ökosystem See.
Ich habe hier also eine zweimonatige Hausaufgabe gestellt mit immer kleinen Portionen, die an diesem Werk zu arbeiten waren, sodass erst der Rechercheauftrag, dann die Verschriftlichung, die Zusammenfassung, das Optimieren des Textes, das Illustrieren des Textes und so weiter immer wieder kleinschrittige Hausaufgaben waren, die dann letzten Endes zu diesem 36-seitigen Gesamtwerk geführt haben, was man letzten Endes ausdrucken und als Hefteintrag, fast sogar als Schulbuchkapitel oder zumindest als Ausgang dafür benutzen kann. Wenn Sie sich das ansehen wollen, ich habe die beiden Tiny-URLs hier oben mit drin. Ich habe das einmal in der 10. Klasse durchgeführt für die Ökosysteme See und einmal in der 11. Klasse zur Wiederholung der ökologischen Grundbegriffe. Sind also für Sie zugänglich. Bitte nichts reinschreiben. Das wäre also eine, in Zusammenfassung, eine Möglichkeit gewesen, dass selbst in einem Nebenfach wir einen sehr langen Zeitraum an einer Hausaufgabe arbeiten, die sehr viele verschiedene Kompetenzen mit drin hat. Wichtigster Punkt hierbei, den ich feststellen konnte, war allerdings, und da hat Herr Trautstein ja auch schon viel Vorrede geleistet, das permanente Feedback, also das wöchentliche einfach Texte und Produktionen durchlesen und ganz knapp drunter schreiben, wo der nächste Ansatzpunkt ist, wo Verbesserungen sein müssen, wo vielleicht das Urheberrecht verletzt wurde und so weiter. Also dieses permanente Feedback einfach auch über dieses Dokument unter den einzelnen Artikeln war der wichtigste Punkt dabei, sodass die Schüler immer wieder die Rückmeldung hatten, an welchen Kompetenzen jetzt letzten Endes noch gearbeitet werden kann oder wie dieses Konzept besser werden kann. Und zum Schluss, die Hausaufgabe war dann für alle, schrittweise dieses Skript durchzuarbeiten, sodass man innerhalb des Themas Ökologie im Unterricht, das Ökosystem Wald, und in den Hausaufgaben des Ökosystems See vollständig bearbeitet hatten. Und damit, das war das Beispiel, das ich hier beisteuern kann. Damit gebe ich weiter an die Fachschaft Deutsch mit Herrn Klofert. Hey, herzlich willkommen von mir. Ich setze an dem Thema Feedback, Hausaufgaben, Feedback für Hausaufgaben in der Schreiberziehung. Das ist ein Beispiel aus dem Deutschunterricht der 9. Klasse. Gymnasium materialgestützte Erörterung. Hausaufgaben werden, also Schreibaufgaben werden im Deutschunterricht ja häufig als Hausaufgaben gestellt, ganze Aufsätze, Teilaufsätze, und sind oft eine große Hürde, die man auch an der nächsten Folie sehen kann. Für die Schülerinnen und Schüler, sie wissen oft nicht, was sie machen sollen. Oft ist es eine längere Hausaufgabe, es ist nicht so lange wie die von Kollegen, aber schon, was man zu Zeit braucht. Und gerade dieses Problem der, ja, was soll ich denn, der Frage, was soll ich denn machen, wollen wir mit einer Methode oder lösen wir mit einer Methode, die ich heute gerne vorstellen möchte. Das ist eine Feedback-Methode und die hat drei Ziele, diese Methode. Das erste Ziel ist es eben, Kriterien für eine Schreibaufgabe, für ein Schreibformat den Schülerinnen transparent zu machen. Das zweite Ziel ist es, dieses Feedback kleinschrittig und engmaschig zu geben. Und das dritte Ziel ist es, das Ganze in einen Wiederholungsprozess einzubinden, also den Schreibprozess als Überarbeitungsprozess zu begleiten. Das heißt also, ein guter Text ist ein gut überarbeiteter Text. Dazu setzen wir also diese Feedback-Bögen ein. Genau, den sehen Sie gerade hier nochmal, also ist er quasi unausgefüllt. Und in einer ersten Runde, wie man in der nächsten Folie sehen kann, gibt es also diese, es gibt erst diese Hausaufgabe, diese Schreibaufgabe. In dem Fall ist es die Ausarbeitung eines Argumentes. Die Kriterien werden vorher eingeführt. Und dann kommt die Hausaufgabe zurück und es erfolgt eine Partnerkorrektur. Und damit erfolgt schon eine kognitive Aktivierung, um den Vortrag von Herrn Professor Partner aufzugreifen, eine kognitive Aktivierung, indem diese Kriterien eben in der Textlupe, in diesem Feedback oben gleich angewendet werden. Der motivationale Aspekt kommt hier dazu, dass diese Partnerkultur natürlich schon im Vorfeld dazu führt, dass man diese Aufgabe einigermaßen vernünftig macht. Ja. Vorher kam der Begriff Routine, also die Schülerinnen wissen schon, das wird dann von den Mitschülern gelesen, dann mache ich das auch ordentlich. Dann kommt der Feedbackbogen zurück zum Schüler. Mit dem, genau, jetzt sieht man ihn ausgefüllt, mit dem Schreibergebnis, und jetzt kann sozusagen
eine Reflexion erfolgen. Ja, was hat denn nicht gepasst? Was muss ich besser machen? Und dann erfolgt der erste Überarbeitungsschritt. Jetzt kann also anhand der Feedbacks der Text nochmal neu geschrieben werden. Da erfolgt dann auch der Auftrag, entweder als neue Hausaufgabe oder im Unterricht. Und der Feedbackbogen enthält ja auch schon so ein bisschen Hinweise, wie man es denn besser machen kann. Da findet man auch manchmal, habe ich manchmal Beispiele drin, wie man es vielleicht formuliert, sodass die Hürde auch nicht so groß ist, das nochmal neu zu machen. Und jetzt geht es einfach weiter. Ja, jetzt wird sozusagen nochmal ein Feedback gegeben mit demselben Bogen, sodass auch der Fortschritt visualisiert werden kann. Nämlich im Idealfall wird jetzt ein Kreuzchen, was bei einem Kriterium als Defizit angekreuzt war, eben weiter links, also in der positiveren Seite gesetzt und beim Überarbeiten dann sozusagen, jetzt sieht man es hier genau, ist also ein Fortschritt erfolgt. So, jetzt ist es schon zweimal überarbeitet und jetzt hat die Lehrkraft am Ende die Aufgabe, das nochmal sozusagen rückzumelden. Ja, damit wird also wirklich diese Schreibaufgabe ernsthaft behandelt und die Lehrkraft darf jetzt im Idealfall gar nicht mehr so viel kritisieren, sondern muss vorwiegend loben. Wenn noch was zu ergänzen ist, ist auch noch Platz, das da drauf zu schreiben. Und damit haben wir eigentlich ein sehr kleinschrittiges Feedback gegeben. Vorher hieß es auch, ja, wie kann ich denn Feedback leisten? Wie schaffe ich das? Also auf diese Methode entlaste ich natürlich auch den Lehrer von einem permanenten Feedback, weil ich das auf die Schüler sozusagen übertrage, ja, und damit eben diese Selbstregulation dann auch passiert. Zusammenfassend, ein Schreibvorgang ist eine selbstgesteuerte Arbeitsphase, wo viele Kompetenzen kombiniert werden müssen. Und mit dieser Textloop-Methode in der Wiederholung wird eben permanent der Arbeitsprozess reflektiert. Die Kriterien werden angewendet, es erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Kriterien und ich habe eben aus Schülersicht permanenten Überprüfung des Lernfortschritts, ja, mit diesen klaren Kriterien, der auch noch visualisiert wird. Und ja, mit dieser Feedback-Routine erzielen wir im Deutschunterricht gute Ergebnisse und der Unterricht ist sehr abwechslungsreich, weil natürlich diese Phasen der Partnerkorrektur und der Überarbeitung ja auch sehr viel Wechsel stattfindet und am Ende ein ernsthaftes, sichtbares, gutes Ergebnis dabei rauskommt. Das wäre jetzt der Beitrag aus dem Fach Deutsch. Es stammt aus dem Präsenzunterricht. Diese Methode ist aber im Distanzunterricht auch einsetzbar. Dann, wenn man es ins Digitale transformiert, wären allerdings feste Korrektur oder Feedback Tandempartner günstig, weil sonst ist es schwer zu organisieren. Genau. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Fragen nachher und übergebe jetzt an meine Kollegin Frau Hofmeister. Ja, danke euch beiden. Ich würde Ihnen jetzt ganz gern kurz was aus dem Fach Englisch vorstellen und vielleicht bleibt ja danach auch noch Zeit für ein kleines Sportbeispiel. Wir haben den Luxus, dass unsere Englischfachschaft sich von an Kursen bedienen darf, die auf MEBIS sind. Das ist eine große Sammlung an Kursen, die wir Step-It-Up-Kurse nennen. Bei den Kursen werden unsere Klassen eingeschrieben ab der 5. Klasse bis zur 10. Klasse hinweg. Kann man mich hören? Ja, okay. Und dort werden die Klassen eingeschrieben und haben dann quasi die Möglichkeit, individuell Aufgaben auszuwählen und dort auch aktiv verschiedene Skills zu üben, was man jetzt beispielsweise auf der nächsten Seite sieht. Wir haben jetzt hier verschiedene Level. Einmal das grüne Easy-Level, das mittlere Level Mini-Boss und das Endgegner-Spiel, das rote Level 3. Ich sehe jetzt hier auch die verschiedenen Skills, also Speaking Skills, Listening Skills, Grammar and so on. Ich kann mir jetzt als Schülerin überlegen, in welchen der Kompetenzen, in welchen fühle ich mich denn schon sicher? Die stelle ich jetzt erstmal hinten an und wo möchte ich vielleicht ein bisschen aktiver auch arbeiten? Worin möchte ich mich verbessern? Hier gehe ich dann auf eine Kachel und finde dort
wie Sie auf der nächsten Folie sehen, beispielsweise bei Grammar Skills ganz, ganz viele Übungsangebote. Hier sind teilweise Erklärvideos verlinkt, hier sind Online-Exercises hinterlegt, hier sind PDF-Dateien hinterlegt, die ausfüllbar sind. Und diese Übungen haben eine unterschiedliche Wertigkeit. Das heißt, ich muss als Schüler, um in den bestimmten Levels auch zu bestehen, eine bestimmte Anzahl an Credits erlangen. Und das bekomme ich durch Feedback. Das ist jetzt hier das Skillboard, was Sie sehen. Da trage ich ein, wie viele Aufgaben ich denn korrekt gelöst habe und meine Punkte gesammelt habe. Das Feedback auf MEBIS erfolgt ganz auf unterschiedliche Weise, nämlich einmal durch die Selbstkontrolle. Also Schüler können direkt sehen, beispielsweise bei Online-Aufgaben, wie hoch denn ihr Score liegt. Oder sie kriegen direkt Online-Rückmeldungen, beispielsweise bei Einsprechaufgaben, wo auch die Pronunciation wichtig ist. Oder es gibt auch die Möglichkeit, Aufgaben direkt in MEBIS abzugeben und an die Lehrkraft weiterzuleiten. Und diese steht dann quasi für persönliches Feedback, beispielsweise in der nächsten Unterrichtsstunde, zur Verfügung. Also das ist ein Kursangebot, das unsere Schule aus dem Boden gestampft hat, woran ich mich wirklich sehr, sehr gern bediene, weil es einfach wahnsinnig abwechslungsreich ist. Es hat einen ganz hohen Gaming-Charakter, spricht dementsprechend auch die Schüler an. Und es fördert die Eigenverantwortlichkeit der Schüler. Sie bestimmen selbst, wann sie welche Aufgabe bearbeiten wollen und was sie vielleicht auch für ein Anspruchsniveau haben und wo sie sich verbessern möchten. Ich nutze gerne auch die Step-It-Up-Kurse zum Stellen von Hausaufgaben. Beispielsweise sage ich, ich würde gerne, dass ihr bis zum Easy-Level das nächste Mal 3 Skill-Points erreicht habt. Dann schaue ich mir die Skillboards der Schüler an. Und dann sage ich zum Beispiel so, jetzt ist die Aufgabe, wir sind gemeinsam im Computerraum. Wir sammeln heute in dem Skillbereich Writing zusätzlich 2 Credit Points jeder. Und dann kann ich das beispielsweise auch als Lehrkraft unterschreiben, zusätzlich Rückmeldung geben und so weiter. Also das wäre eine Möglichkeit, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, auch digital Hausaufgaben zu stellen. Als nächstes zeige ich Ihnen noch kurz ein Padlet, das ich entworfen habe, gerade mit meiner 11. Klasse in Englisch. Wir behandeln momentan Shakespeare und ich finde das am Anfang immer ganz wertvoll, wenn die Schüler eigenverantwortlich auch auswählen können, was spricht sie denn jetzt zu Beginn des Themas am meisten an? Ist es Biography? Ist es Shakespeare's Globe? Ist es vielleicht ein bestimmtes Play wie Macbeth? Und ich stelle den Schülern den Link zur Verfügung. Und sie haben dann im Unterricht den Auftrag, sich einen Beitrag genauer anzusehen und die dazugehörigen Aufgaben zu bearbeiten. Jetzt möchte ich natürlich aber auch, dass das zu Hause nachbereitet wird. Das heißt, die Hausaufgabe erfolgt dann darin, dass ich sage, bitte kommentiere 2 Beiträge mit Ergänzungen, die du selbst noch herausgefunden hast, oder stelle vielleicht auch kritische Fragen. Oder kannst du denn zuständig noch einen Kommentar von deiner Mitschülerin oder deinem Mitschüler bereichern oder darauf reagieren. Also, dass das Ganze auch so ein bisschen interaktiv wird. Und dann kann ich in der nächsten Stunde dieses komplette Padlet gemeinsam mit der Klasse durchgehen, auch über Kommentare sprechen und somit in den Austausch gehen und dann auch wirklich in Feedback kommen, zu sagen, das habt ihr bereits schon sehr gut bearbeitet. In dem Bereich schauen wir es uns jetzt nochmal gemeinsam ein bisschen genauer an, beispielsweise. Und als letztes noch ganz kurz aus aktuellem Anlass, was ich gerade in Sport jetzt beispielsweise gemacht habe, auch eine digitale Hausaufgabe, fit ins neue Jahr, ein Choiceboard. Hier habe ich den Schülern quasi die Challenge gestellt, sucht euch Trainings aus, die hier hinterlegt sind. Also sie sollen sich 3 Trainingseinheiten überlegen, die sie ansprechen. Je nach Lernertyp bin ich eher der mich auspowern will oder was Ruhiges. Und Ziel ist es, ein Tic-Tac-Toe zu erreichen, was man auf der nächsten Folie sieht. Und hier geht es dann einfach darum, dass wir danach im Sportunterricht drüber sprechen, welches der Trainingseinheiten Ihnen denn am besten zugesagt hat, wo vielleicht auch der härteste Muskelkater am Ende bemerkbar war. Und so kriege ich auch Rückmeldung. Und das ist eine ganz spielerische Herangehensweise, weil ich finde es wichtig, jetzt nach dem Distanzunterricht so ein bisschen Digitalität auch in die Hausaufgaben fließen zu lassen, weil wir sind alle froh, wieder in Präsenz zu sein. Aber ich finde,
die haben im Distanzunterricht so viel gelernt und so viele Skills neu sich angeeignet, die wir jetzt auch in den Hausaufgaben versuchen sollten aufrechtzuerhalten. Genau, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf die Fragen. Ja, vielen Dank für diese verschiedenen Beispiele. Es sind einige Fragen auch reingekommen, und zwar als erstes an Herrn Robens, ob das Thema, also dieses See-Skript dann auch im Unterricht thematisiert wurde. Ich meine, dass Sie das auch schon gesagt hatten, aber vielleicht können Sie es nochmal kurz präzisieren. Tatsächlich nein. Das war die Auswahl. Wald war im Unterricht und der See war komplett in der Hausaufgabe. Das letzten Endes, was dabei rauskam, war der Abschluss des Jahres und dann auch der Abschluss des Themas, dass die Hausaufgabe darin bestand, das Skript zu lesen. Und zwar komplett von vorn bis hinten, von allen Schülern, war der Abschluss dieser Hausaufgabe. Der See kam im Unterricht letzten Endes gar nicht vor. Die Bewertung und so weiter auch nur über digitales Feedback. Und im Unterricht war Wald. Vielen Dank. Dann kam noch eine Nachfrage zu Herrn Klofer zu der Partnerkorrektur, und zwar, ob die auch zu Hause als Hausaufgabe stattfand. Die Partnerkorrektur fand im Unterricht statt. Ja, also Hausaufgabenfeedback habe ich im Distanzunterricht über eine Hausaufgabenplattform gemacht, und die kam dann von mir. Ich habe dann aber auch diese Bögen verwendet, weil die Kriterien muss ich ja trotzdem so anwenden. Aber da habe ich keine Partnerkorrektur gemacht. Das war eine Präsenzgeschichte. Mhm. Vielen Dank. Genau, dann gab es die Frage zu diesem zu den MEBIS-Kursen, die scheinen für bayerische Schulen zugänglich zu sein. Frau Hofmeister, können Sie da... Genau, also diese MEBIS-Kurse sind tatsächlich auch schulintern. Also das ist was eine Kollegin aus unserer Fachschaft ins Leben gerufen hat. Und wie auch schon im Chat geschrieben ist, MEBIS ist eine Plattform für bayerische Schulen. Also bisher nutzen das nur unsere Schüler. Es ist aber natürlich eine Überlegung wert, das auch zu teilen, weil das wirklich wahnsinnig wertvoll ist. Das ist einfach eine einfache Art, Schüler auf spielerische Art und Weise an die verschiedenen Kompetenzen heranzuführen. Und da steckt auch wahnsinnig viel Arbeit und Herzblut drin. Und ich genieße quasi auch den Luxus als Fachschaftsmitglied. Wenn ich da kurz klären darf, MEBIS ist vom Ministerium eine bereitgestellte Lernplattform, die datenschutzrechtlich korrekt ist und die bayerische Schulen letzten Endes einfach einen Zugang anfordern können. Habe gerade gesehen, jemand hat versucht, ein Login anzulegen. Das wird außerhalb von Bayern und außerhalb von einer Schule, die den Login für sie anlegt, leider wahrscheinlich nichts. Okay, ja, vielen Dank. Genau, dann wurde darauf hingewiesen, dass Sie alle drei ja jetzt unterschiedliche Feedback-Methoden sozusagen in Ihren spezifischen Beispielen dargelegt haben. Und hier die Frage, ob es Überlegungen gibt, das anzugleichen. Ich weiß nicht, vielleicht mag jemand von Ihnen einfach beginnen. Haben wir inzwischen. Wir haben inzwischen zum Infoportal der Schule die Homeworker-App dazu, die eine direkt aus dem Infoportal stattfindende digitale Rückmeldemöglichkeit hat. Außerdem haben wir MEBIS eine Menge Rückmeldemöglichkeiten. Also wenn MEBIS ein zentraler Punkt des eigenen Unterrichts ist, dann sind die Schüler es auch gewohnt, MEBIS-Nachrichten zu bekommen und darauf zu reagieren, wo ich sehr gute Erfahrungen zum Beispiel in meinem W-Seminar, das jetzt gerade zum Abschluss kam, gesammelt habe. Ist also die beiden Wege sind hauptsächlich momentan an der Schule. Wir haben das Chaos auch bemerkt und haben gemerkt, wir müssen unsere digitalen Kommunikationsmöglichkeiten irgendwie vereinheitlichen und haben hier einen recht klaren Weg produziert im zweiten Jahr des Distanzlernens, sodass die Schüler nicht mehr überall nachschauen müssen, sondern einen zentralen Punkt haben, wo sie alles finden. Ich kann da vielleicht noch kurz ergänzen, dass wir in den Sprachen da auch einheitlich vorgehen, dass wir beispielsweise auch während des Distanzunterrichts
gemerkt haben, wie wertvoll es ist, auch tatsächlich Sprachmemos zu verschicken, also Feedback dann wirklich in der Fremdsprache auch an die jeweiligen Schülerinnen und Schüler zu versenden, was auch über Mebis tatsächlich möglich war oder ist nach wie vor. Ich nutze das in meinem Conversation-Kurs auch sehr gerne, weil da beispielsweise auch Podcasts von den Schülern hochgeladen werden und es macht dann natürlich auch Sinn, wenn ich darauf mündlich reagiere und direkt Feedback wieder hochladen kann. Deswegen ist es sehr wertvoll, ja, dieses Tool. Genau, es kam, das würde ich jetzt ganz kurz zwischenschieben, auch noch eine Rückfrage an Herrn Trautwein zu Hausaufgaben in Verbindung mit KI im Bereich Lesen. Ich weiß nicht, es scheint eine relativ spezifische Frage zu sein. Vielleicht können Sie da kurz was zu sagen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und vielleicht haben Sie auch noch einen Gedanken jetzt zu den drei Beispielen. Das wäre, glaube ich, auch total spannend, was Sie dazu sagen. Ja, zum Thema KI. Also ich glaube, man muss nochmal gucken, wo kann das jeweils sozusagen zum Tragen kommen. Das Erste ist bei der Zuweisung von Aufgaben, ne? Also dass Schülerinnen und Schüler mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tatsächlich die Aufgaben bekommen, die für sie richtig sind, spannend sind, sozusagen Schwierigkeitsgrad genau richtig ist. Wir haben jetzt hier ein bisschen gerade schon was über Mario und Yoshi und so weiter gehört. Die Computerspielindustrie, die hat es perfektioniert. Also man geht da durch einzelne Levels und man kann es immer gerade schaffen. Also perfekt gemacht. So ist die Frage, warum kriegen wir das nicht hin bei uns auch beim Unterricht, dass die Schülerinnen und Schüler von Level zu Level weitergehen und im Prinzip beim richtigen Level sind und wir aber auch definieren können, welche Level eigentlich notwendig sind, dass die Schülerinnen und Schüler erreichen. Das Zweite ist letzten Endes beim Feedback. Ja, also Feedback ist letzten Endes ja, gibt es verschiedene Aspekte von Feedback, richtig versus falsch, das und das hast du erreicht, aber eben auch so Punkte wie das und das lief gut und das klappt noch nicht so gut. Ja, die einfachen Algorithmen beispielsweise in Anton und in anderen Programmen, die sagen das richtig und falsch und wie viele Punkte man hat, aber man möchte es gerne eigentlich noch eine Spur weiter haben, weil irgendwann wird es auch langweilig, wenn man immer nur dieses richtig und falsch bekommt. Und KI kann da eine ganze Menge leisten, also beispielsweise jetzt im, Sie haben vorher nach Deutsch gefragt oder auch Geschichte, also ein Text auf der Basis von vorliegenden Informationen zu schreiben. Die KI kann, wenn sie genügend sozusagen Beispieltexte gute hat, sagen, ob der Text alle wichtigen Informationen in der richtigen Weise verarbeitet hat und nicht, und kann spezifisch Rückmeldung geben. Kann beispielsweise es auch so machen, dass die Schülerinnen und Schüler am Text weiter verbessern können und die KI direkt sagt, ja, jetzt kommst du der Sache näher oder du entfernst dich weiter. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte, weil sie so intensives Lernen ermöglichen, dass man das tatsächlich nutzt. Wird die Lehrkraft davon überflüssig gemacht? Das ist ja eine dieser großen Sorgen, werde ich nicht mehr gebraucht? Natürlich überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Lehrkraft muss diagnostizieren können, die muss die richtigen Aufgaben zuteilen können und sie muss die Zeit haben für den individuellen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, der enorm lernförderlich und unterstützend ist. Also von daher, das wären sozusagen die allgemeinen Antworten, ohne auf gewisse Programme einzugehen. In den Niederlanden, in Finnland, in Estland sind die Leute, also bei uns klingt das jetzt ein bisschen wie Zukunftsmusik, ein Teil von diesen Sachen wird schon eingesetzt in anderen Ländern. Und wie gesagt, ich halte das für enorm sinnvoll, halte es aber gleichzeitig für enorm wichtig, dass die Lehrkräfte in diesem Prozess als professionelle Lerngestalter dabei sind und diese Aufgabe wahrnehmen können. Das geht nur, wenn wir uns alle große Mühe machen, diese Professionalisierungsprozesse wirklich zu starten und zu gestalten. Ja, vielen Dank für die Antwort. Und dann danke auch nochmal an die drei Kolleginnen aus Holzkirchen. Und dann gehen wir jetzt nochmal weiter. Genau, dann freue ich mich jetzt auf deine Vorstellung, Ulrike Töner, didaktische Leiterin bist du an der Gesamtschule Münster-Mitte. Ihr seid Schulpreis Schule 2021
Und wir sind gespannt, euer Konzept von selbstorganisierten Lernen von eurer Schule zu hören. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Uli Thürne, wie gesagt, mein Name, und Gesamtschule Münstermitte, die Schule, wo ich didaktische Leiterin bin. Ja, ich glaube, es gibt einige Gemeinsamkeiten mit Holzkirchen, aber sicherlich auch Unterschiede. Ich würde gerne eine kurze Übersicht erstmal geben. Ich stelle meine Schule kurz vor mit dem entsprechenden Leitbild, gehe dann über zu den Lernzeiten und gebe dann einen Einblick in die Praxis. Wahrscheinlich nicht ganz so konkret, wie es gerade die Schule aus Holzkirchen gemacht hat, aber denke trotzdem, dass man einen guten Einblick bekommt, und dann nochmal der Rückblick auf die Frage. Ja, wir haben uns mit Eltern, mit SchülerInnen und LehrerInnen zusammengesetzt und haben am Leitbild gearbeitet, wirklich in einem sehr, sehr ausführlichen Prozess. Haben uns auf gemeinsame Leitziele verständigt, und die waren Verantwortung, Wertschätzung und der Teamgedanke. Und jetzt deswegen noch ein bisschen heller grün das Leitziel Nachhaltigkeit. Da wollen wir in Zukunft dran arbeiten. Das ist ein neues Schulentwicklungsvorhaben von uns. Ja, und wir haben um diese einzelnen Leitziele herum sozusagen, das mache ich jetzt nicht in Gänze, die verschiedenen Teile unseres Konzepts angeordnet. Und jetzt bei unserem Thema spielt natürlich die Verantwortung eine große Rolle. Kurz zur Schule. Wir sind auch eine Neugründung gewesen, aber jetzt inzwischen schon knapp 10 Jahre alt, also erste städtische Gesamtschule hier in Münster. Wir sind gebundene Ganztagsschule und haben deswegen natürlich gar nicht die Option der Hausaufgaben, weil wir sie nicht stellen dürfen. Wir haben eine sehr heterogene Schülerinnenschaft. Wir haben Kinder, die hier mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung sind, aber eben auch auf der anderen Seite SchülerInnen mit besonderen Begabungen. Vor diesem Hintergrund müssen wir so, finde ich, ein Stück weit arbeiten, wie wir arbeiten. Und wir haben uns aber auch nochmal zur besonderen Aufgabe gesetzt, dass wir bindifferenziert arbeiten wollen. Und wir verstehen uns als Teamschule. Das heißt, wir versuchen immer wieder in der Schülerinnenschaft kooperativ zu arbeiten, aber eben auch in der Lehrerschaft. Ich will da gerade nicht mehr. Versuch's mal anders. Ja, selbstorganisiertes Lernen. Wie können unsere Lernzeiten dazu beitragen, oder eigenverantwortliches Lernen? Ich finde, indem der Lernprozess ein Stück weit selbst in die Hand genommen wird. Das heißt natürlich, SchülerInnen müssen Freiräume haben für bestimmte Entscheidungen, für bestimmte Steuerungs- und Kontrollprozesse. Und das Ziel, was dahinter steckt, ist, dass sie Selbstwirksamkeit erlernen sollen, erfahren sollen. Dazu haben wir eine sehr starke, zum Teil vorgegebene Struktur, die aber bekannt ist, und aber auch eine sehr große Transparenz, was den Lernprozess und die Lernmaterialien angeht. Ja, hier nochmal etwas konkreter. Wir haben in den Lernzeiten eben ein sehr differenziertes Material für jeden Schüler, jede Schülerin vorliegen, sodass sie sich überhaupt entscheiden können, auf ihrem Niveau zu arbeiten, in ihrem Tempo zu arbeiten. Alles Material ist kompetenzorientiert verschriftlicht in sogenannten Ich-Kann-Sätzen auf Schülerniveau, Schülerinnenniveau. Es liegt transparent vor. Diese Lernzeiten sind fest im Stundenplan gesetzt. Meistens eher im Vormittagsbereich, im Nachmittagsbereich haben wir das an sich nicht. Die SchülerInnen haben in den Lernzeiten eine fachliche Beratung an ihrer Seite. Sie bekommen Feedback von den LehrerInnen und haben natürlich in diesen Zeiten die Möglichkeit, gewisse Entscheidungen in einem bestimmten Rahmen selbst treffen zu können. Die Säulen, die dieses selbstorganisierte Lernen an unserer Schule beinhaltet, ist das Lernbüro. Das sind sozusagen, das muss man sich als Zeit und Ort vorstellen, wo selbstorganisiert gelernt wird. Das sind die Materialien, nämlich die Lernpläne,
Und das Ganze muss begleitet werden durch ein Planungs- und Dokumentationsinstrument, das ist das Logbuch. Ich habe den Stundenplan und die Struktur schon angesprochen. Wichtig für uns sind die Wocheneingangs- und die Wochenausgangsstunden, wo die Woche geplant wird, wo die LehrerInnen sozusagen eine Zielperspektive vorgeben, was ungefähr in dieser Woche in dem jeweiligen Fach geschafft werden sollte. Da wird es Schüler und Schülerinnen geben, die werden schneller sein, die werden mehr schaffen, und da wird es andere geben, die vielleicht nicht alles schaffen werden, aber eine ungefähre Perspektive. Und am Ende der Woche, in der Wochenausgangsstunde wiederum, wird auf die Woche geschaut mithilfe des Logbuchs, wo die SchülerInnen sich selbst ein Feedback geben und gucken, wie sie ihre Ziele erreicht haben, ob sie das, was sie montags geplant haben und sich vorgenommen haben, vielleicht sogar schon für einzelne Wochentage auch umsetzen konnten. Dann kann man sehen, beispielsweise dienstags morgens und mittwochs morgens in den ersten beiden Stunden, wir haben das Doppelstundenmodell, würde man einsteigen, entweder mit dem Fachunterricht, beispielsweise Deutsch, und dann das Lernbüro. Man kann es aber auch umändern, wie es hier der Fall ist. Und in dem Lernbüro dürfen Sie halt auswählen, ob Sie in Deutsch, Mathematik oder Englisch arbeiten. Und diese Lernzeit ist eng verzahnt mit dem Fachunterricht. Es ist also nichts Gesondertes, was nebenher läuft. Wie muss man sich das Lernbüro vorstellen? Die Schüler und Schülerinnen sitzen in ihren Tischgruppen. Sie arbeiten an den Lernplänen in den genannten drei Fächern. Sie haben eben mehrere Wahlmöglichkeiten, auf welchem Niveau sie arbeiten, teilweise auch mit wem sie zusammenarbeiten wollen und auch welches Fach sie an dem Tag machen wollen. Sie müssen allerdings im Laufe der Woche darauf achten, dass Sie eine ungefähre Verteilung der Fächer haben, weil jedes Fach, ich sage jetzt mal Klassiker, 4 Stunden Mathematik in einem Jahrgang, gibt 2 Stunden in die Lernzeit und 2 Stunden eben ein Fachunterricht. Und das müssen diese 2 Stunden, würden Sie ungefähr machen. Natürlich können Sie auch mal mehr machen, wenn Sie Bedarf haben, aber es muss eben über 2-3 Wochen muss es sich ausgleichen. Diese Lernbürozeit ist mit Fachlehrkräften, wie gesagt, besetzt. Wir haben in Münster natürlich hier das Glück, dass wir sehr viele Praktikantinnen haben, die uns unterstützen. Und es gibt auch Unterricht, der doppelt besetzt ist, beispielsweise durch Förderlehrkräfte. In dieser Zeit gehe ich aber aus meiner Lehrerrolle des eben vielleicht Inputgebens oder des sonstigen Steuerns etwas heraus. Ich werde eher Lernbegleiterin. Ich kann Lernentwicklungsgespräche führen. Ich kann aber auch nochmal die Möglichkeiten wahrnehmen, bestimmten SchülerInnengruppen zu helfen, die Bedarf haben. Beispielsweise jemand in Mathematik hat Schwierigkeiten mit bestimmten Sachaufgaben oder mit der schriftlichen Division. Und dann kann ich sagen, okay, ich biete hier vorne an meinem Stehpult nochmal die Möglichkeit an, dass wir das nochmal besprechen und offene Fragen klären. Die Lernbürozeit ist ganz klar phasiert. Das sieht man an dieser Uhr, die in jeder Klasse hängt. Da müssen Sie zunächst erstmal kurz überlegen, was für ein Fach möchte ich. Das wird auch in Listen eingetragen. Und dann geht es zunächst in die Stillarbeit. Und im zweiten Teil gehen wir über in eine Flüsterphase, wo eben mit 30 cm Stimme, sodass eben nicht jeder am Nachbartisch es hören kann und darf, sich ausgetauscht werden kann oder auch in sogenannte Lerninseln gehen, wo man eben auch aus dem Klassenraum rausgehen darf. Und zum Schluss ist immer die Zeit dafür, ins Logbuch einzutragen, welche Kompetenz habe ich jetzt in dieser Lernzeit erreicht, was habe ich gemacht. Es ist also klar vorstrukturiert. Ich gehe jetzt nicht mehr aufs Classroom-Management ein, das ist aber Bestandteil auch des Classroom-Managements zum Teil, sodass in dieser Zeit gewährleistet ist, dass klar ist, dann ist Stillarbeit, dann muss jeder für sich arbeiten und dann sind eben Phasen, wo wir uns auch austauschen können. Es gibt ein Helfersystem, also wenn ich bestimmten Bedarf habe, kann ich das anmelden an einer Tabelle an einem Whiteboard und so mir auch Unterstützung für einzelne Fragen holen. Hier nochmal ein Blick auf bestimmte Instrumente. Oben wird eben kurz auch eingetragen am Anfang der Lernzeit, in der Lernbürozeit, wo arbeitet der einzelne Schüler, die Schülerin. Wir haben nochmal die Lernbürouhr da und dann nochmal ein Blick auf das Whiteboard. Oben kann man etwas sehen, was wir im Klassenrat als Sozialziel erarbeitet haben und darunter eben die Ziele der Woche.
was ungefähr erreicht werden soll. Dann würde man auch, dazu fehlt manchmal die Zeit, aber an sich soll es schon sein, man soll ein Stück weit am Ende der Lernzeit sich kurz selber Feedback geben oder auch von der Lehrkraft unterstützt, wie habe ich heute gearbeitet. Ja, die zweite Säule ist unser Lernmaterial. Das sind die Lernpläne, so nennen wir es. Man muss sich das vorstellen als eine Unterrichtseinheit verschriftlicht. Das rechts ist jetzt ein Lernplan aus dem Bereich Mathematik. Ich zeige auch gleich einen noch mal ein bisschen genauer. Der enthält eben verschiedene einzelne Lernphasen oder wir nennen es Lernschritte. Wir steigen gemeinsam ein, beispielsweise mit diesem Advanced Organizer. Was weißt du schon über das Thema? Ich kann es jetzt selber nicht ganz sehen, aber ich glaube, es geht um den Kreis. Also was weißt du schon zum Thema Kreis? Da werden ja mathematische Kompetenzen aus den vorherigen Schuljahren nochmal hervorgeholt, so ein bisschen Check-in-mäßig. Und dann aber auf der anderen Seite auch, was lernst du dazu an Kompetenzen, beispielsweise den Kreisumfang zu berechnen? Ne, dann enthält so ein Lernplan Teile, die unbedingt gemacht werden müssen. Aber es gibt auch frei wählbare Aufgabenteile, herausforderndere. Das sind diese Glühbirnchenaufgaben. Und das Ganze eben immer in Schülerinnensprache übersetzt als ne, Kompetenzen in Ich-Kann-Sätzen. Die SchülerInnen haben immer die Möglichkeit, ihre Aufgaben mit Lösungsblättern, die sind bei uns gelb kopiert, selbst zu kontrollieren oder durch PartnerInnen kontrollieren zu lassen. Am Ende von einzelnen Lernschritten gibt es beispielsweise im Fach Mathematik Selbsttests, Stopptests, wo sie kurz überprüfen können, ob sie sich sicher fühlen in dieser Kompetenz. Da schaut auch nochmal die Lehrkraft drauf. Das heißt, es ist Transparenz gewährleistet für den Lernprozess, sodass sie überhaupt die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Hier nochmal der Blick in bestimmte Seiten. Das wäre jetzt die Anfangsseite eines Lernplans, der Lernschritt 2 und das andere kann ich gerade auch nicht so richtig sehen. Eines Lernplans, die sind alle digital abgelegt. Die werden bei uns in Fachteams erstellt und weil einer alleine könnte das nicht. Die haben eben immer differenzierte Aufgaben, haben jetzt inzwischen auch, das kann man in den QR-Code sehen oder an Links sehen, digitale Hilfen. Das war für das Distanzlernen unheimlich wichtig und sind eben unsere Materialgrundlage, die wir eben auch jetzt im Distanzunterricht den SchülerInnen zur Verfügung stellen konnten, sodass man weiterarbeiten konnte. Auf der ersten Seite sieht man auch nochmal der gemeinsame Einstieg, sozusagen die Zielklärung, wo soll es hingehen mit diesem Unterrichtsthema, was weiß ich schon, was lerne ich dazu. Wir haben das auch fortgeführt in die Sekundarstufe 2. Das ist noch ungewöhnlicher hier für Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns eine Genehmigung eingeholt. Inzwischen steht das aber auch im Schulgesetz. Das ist auch, wie gesagt, ein Lernplan aus der Sekundarstufe 2. Man kann es nicht wirklich lesen. Die sind deutlich schlanker gehalten, aber zeigen vielleicht auch nochmal die enge Verzahnung der linken Säule, dessen, was im Fachunterricht passiert, und der rechten Säule oder Spalte, was in der Lernzeit passiert. Das Verhältnis von einem dreistündigen Grundkurs ist ungefähr ziemlich klar festgelegt, 2 Stunden Fachunterricht und 1 Stunde Lernzeit. Ja, das Logbuch, die dritte Säule. Am Anfang der Woche und halt in jeder Lernbürozeit haben die Schülerinnen das Logbuch zur Hand. Sie planen ihre Woche, ne? Wo stehe ich gerade, wie weit bin ich im Lernplan, wo möchte ich in dieser Woche hinkommen, was muss ich wann machen, vielleicht auch davon abhängig machen, wann welche Lehrkraft im Lernbüro ist, aber vielleicht auch nicht. Oder auch, was möchte ich heute an diesem Montag als erstes beispielsweise machen. Dann wird immer wieder aufgeschrieben, was habe ich heute geschafft, und am Ende der Woche nochmal besonders drauf geguckt, was habe ich in der ganzen Woche geschafft. Ich gebe mir selber ein Feedback, das sieht man gleich nochmal beim Logbuch, und ich bekomme auch ein Feedback von der Lehrkraft. Also ein Instrument, was der Dokumentation gilt, weil ja nun jeder
etwas anders unterwegs ist, der Planung, der Kommunikation, auch da mit dem Schüler, mit der Schülerin und auch mit den Eltern, der Reflexion. Ja, das ist ein Blick ins Logbuch. Na, man hat eben oben ein soziales Ziel, man hat die einzelnen Fächerziele, grau unterlegte Zeilen. Die tragen auch in anderen Fächern, also Gesellschaftslehre, Religion und Kunst ein, was sie gemacht haben. Sie planen, wie gesagt, so ein bisschen, das sind diese Farben, wann sie was machen möchten und dann tragen sie ein, was sie gemacht haben. Und sie geben sich, das sieht man an der rechten Spalte, an dem rechten Bildrand, sie geben sich selber ein Feedback in der Freitagsstunde. Ne? Habe ich erfolgreich gearbeitet? Hatte ich mein Material da? Und das ist uns ganz, ganz wichtig, ich bin stolz auf. Ne? Also was ist mir wirklich in dieser Woche sehr gut gelungen? Was kann ich sozusagen als Erfolg verbuchen? Das fällt eben vielen am Anfang nicht ganz leicht, aber es gehört zu unserem Ritual, mit einem positiven Blick auf die Woche zu schauen. Wir können eben auch nochmal mit den Eltern kommunizieren oder eben auch dem Schüler, auch das Klassenteam gibt ihm ein Feedback in der letzten Stunde. Ja, zusammenfassend nochmal zur Leitfrage zurückkommt, wie können Lernzeiten eben zur Entwicklung eigenverantwortlichen Lernens beitragen? Ich glaube, dass es sehr positiv ist, eine gemeinsame Basis zu haben. Ich nenne es jetzt mal gemeinsame Vision, unser Leitbild, unser Schulprogramm, wo wir eben mit allen Beteiligten daran gearbeitet haben, wo wir immer wieder darauf zurückschauen, was wir oftmals evaluieren, auch gerade noch, was läuft gerade ganz gut in selbstorganisierten Lernen und wo wir dann wieder mit Konzeptgruppe oder Steuergruppe gucken, wie können wir weitergehen oder wo können wir nachsteuern. Also immer wieder der Blick darauf, immer wieder die Aktualisierung, finde ich, des Leitbilds. Ja, dann das differenzierte Lernmaterial, wo Schüler überhaupt mit agieren können und sich entscheiden können. Das Lernbüro, wo es stattfindet, als klare Struktur und das Logbuch als Begleitung. Wir versuchen immer in der Lernberatung stärkenorientiert zu arbeiten und natürlich Schüler und Schülerinnen zu unterstützen, sich selber ein Feedback zu geben. Das machen wir auch in unseren Beratungstagen. Erstmal der Blick selber auf dein Lernen, auf deinen Lernprozess, auf dein Arbeiten, aber eben auch von unserer Seite aus immer wieder Feedback zu geben, auch mit digitalen Hilfsmitteln. Ja, wir können das alles nur schaffen, glaube ich, die Unterrichtsvorbereitung im Team zu machen und dadurch eben uns immer wieder abzusprechen, immer wieder über Unterricht zu sprechen im Fachteams. Und man hat eben auch die Möglichkeit, es sehr gut durch Lernplattformen und sogenannte digitale Mappen, die wir den SchülerInnen dadurch zur Verfügung stellen, in den digitalen Raum zu übertragen. Das soweit erstmal als Input von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Ulrike. Eine Frage vielleicht gleich. Wie hochwertig fällt denn das Feedback aus an sich selbst, der Schülerinnen und Schüler? Das fragt eine Kollegin, weil sie ähnlich arbeiten und sie das Feedback bei ihren Schülerinnen und Schülern als recht flach wahrnimmt, teilweise. Okay. Also wenn ich... Also wir versuchen schon, das Feedback möglichst, also wenn man jetzt eine Evaluation macht, kriterienorientiert zu machen, ne, und sie einordnen zu lassen in einer bestimmten Skala, eine Möglichkeit. Oder eben so die Fragen zu formulieren in dem Feedback oder in der Wochenausgangsstunde, dass man auch nochmal genauer nachhakt. Ne, natürlich wird das ein oder andere Feedback auch mal etwas sehr allgemein ausfallen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, dass man auch schulen muss, sich selber Feedback zu geben anhand bestimmter Kriterien. Und dadurch ja, dass bestimmte Kriterien auch vorher klar sind, kann man immer wieder darauf zurückgreifen. Ja, vielen Dank. Dann gab es noch eine weitere Frage zum Logbuch, und zwar, ob das auch schon für jüngere SchülerInnen Sinn macht. Auf jeden Fall. Also wir fangen da in der 5 mit an und machen natürlich Einführungen ins Logbuch, teilweise auch mit Paten aus dem 6. Jahrgang, die da unterstützend wirken. Und man muss sie da langsam ranführen. Das ist ja kein ganz einfaches Instrument, aber
Es ist ja so ein bisschen so ein Arounder. Sie können es für alle möglichen Sachen gebrauchen. Da ist ein Terminplan drin, da sind bestimmte Regeln drin, die wir haben, Mappenführung und so weiter, Vorbereitung auf Klassenarbeiten. Und von daher ist das sicherlich nicht so einfach am Anfang. Aber wir machen es ja zum Thema. Und von daher Einführung am Montag und nochmal Blick und immer wieder, ne, zu jeder Lernbürozeit und dann Blick nochmal besonders am Freitag. Ja, jetzt kommt hier auch gerade noch im Chat der Hinweis, dass es auch schon ab der ersten Klasse genutzt wird und eher als schwieriger eingeschätzt wird, sozusagen sowas in der Oberstufe aufrecht zu erhalten. Genau, und dann gibt es hier noch einen längeren Beitrag, wo erstmal den Kolleginnen gedankt wird für diese ja, motivierten und kreativen sozusagen Vorbilder. Und aber auch die Frage nach der ja, Richtung des Feedbacks, also ob es auch die Einrichtung sozusagen des Feedbacks an die Lehrkraft gibt, wie der Unterricht, wie die Aufgaben sind und auch der Hinweis, dass Feedback sich nicht nur auf die Aufgabe beziehen sollte, sondern auch auf den ja, Prozess sozusagen drumherum. Da hatte ich aber den Eindruck, dass das auch schon deutlich wurde, dass das irgendwie dazugehört, dass Feedback sich natürlich nicht nur auf sozusagen richtig und falsch in Anführungszeichen bezieht, sondern auf sehr viel mehr. Aber genau, wie ist es mit sozusagen dem umgekehrten Feedback? An die Lehrkraft. Vielleicht erst nochmal, mir fällt ein, wenn ich beispielsweise, wir haben in Gesellschaftslehre sogenannte Projektzeiten und da müssen die kleine Projekte erstellen und da gibt es auch einen sehr ausführlichen Feedbackbogen. Der bezieht sich auf die Präsentation, auf den Inhalt und was weiß ich. Und da, der ist sehr stark kriteriengeleitet. Da kann einfach so ein allgemeines, ja, du hast den Vortrag gut gehalten, kann da nicht kommen. Das würde nicht reichen. Wir haben uns vorgenommen, das Feedback bezüglich der Lehrkraft immer wieder dazu zu ermuntern, das zu tun, also mit Tools wie Edkimo oder Mentimeter. Wir machen das in der Oberstufe teilweise im Anschluss an das Durchführen eines Lernplans, dass wir uns Feedback geben lassen. Wir wollen das immer mehr an die Lernpläne andocken, dass das sozusagen selbstverständlicher wird. Aber das ist noch nicht so stark implementiert, wie die Feedback-Sachen gegenüber Schüler und Schülerinnen. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr im Chat gesehen. Dann würde ich wieder an Alex zurückgeben. Genau, ganz herzlichen Dank an unsere Referentinnen und Referenten. Mir bleibt zum Abschluss nur noch zu sagen, auch an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich poste direkt nochmal den Link, wenn Sie auch in 2 Wochen bei der Veranstaltung noch mit dabei sein möchten, zu unserem Austausch. Und dann noch ein Hinweis, wenn Sie Interesse haben, sich für den Deutschen Schulpreis zu bewerben in diesem Jahr, bis Ende März können Sie Bewerbungen noch einreichen. Auch da poste ich direkt den Link, wo Sie dann sehen können, was da gefragt ist, was Sie da machen können. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten und auch dann in 4 Wochen, wenn wir mit einem neuen Thema wiederkommen, wieder mit dabei sind. Anmeldungen sind immer über den Campus möglich. Ganz herzlichen Dank und dann sehen wir uns in 2 Wochen hoffentlich wieder. Tschüss.